Am 19. Juni fand in der SV Bayer Sporthalle in Wuppertal ein neues Sportereignis statt. Als Medienpartner präsentierte die Westdeutsche Zeitung die erste Crossbotscher Schulmeisterschaft. Ja, es war die erste Wuppertaler Schulmeisterschaft, das ist richtig. Wir haben das noch nie gemacht in der Form. Ich fand es tierisch cool, also es ist echt gut angekommen und auch gerade die Emotionen zu sehen und letzten Endes, wie es sich entwickelt hat. Also, dass wir mit 50 Teams, die heute am Start waren, von 15 verschiedenen Schulen, das ist, war ein gutes Erlebnis, war sehr schön. Also die Kids haben es ja vorher in der Schule kennengelernt und hatten dann die Möglichkeit, mit den Lehrern das zusammen auszuprobieren, beziehungsweise eben auch intern Ausscheidungen stattfinden zu lassen und sind dann letzten Endes ja, in Gruppen, also quasi von der 5. bis zur 10. Klasse, hier angereist. Also wir haben in mehreren Klassen das als Unterrichtsvorhaben durchgeführt und wir hätten eigentlich mit 10 oder 20 Teams hier antreten können, wenn nicht die Einstellung gewesen wäre, pro Doppeljahrgang nur 2 Teams zu haben. Erfinder Timo Belo kam vor 8 Jahren die Idee, das klassische Boccia umzugestalten. Statt der schweren Kugeln wird Crossboccia mit Granulat gefüllten Säckchen gespielt. Die Bälle rollen nicht mehr weg und es kann in jedem beliebigen Ort gespielt werden. Bei den Schülern kommt's gut an. Ich wollte hier mitmachen, weil ich mag Boccia spielen. Das ist auch spaßig und ich wollte einfach nur mal gucken, wie es hier ist. Aber das ist auch richtig gut. Da hat man einfach mal ein bisschen Spaß dabei, mit Freunden einfach mal rauszugehen oder auch drinnen zu spielen. Das macht einfach Spaß. Ich fand es halt cool. Beim ersten Spiel wurden wir voll abgezockt. Leider 3 Spiele verloren, aber hat schon Spaß gemacht. Also mir hat Crossboccia schon von Anfang an gut gefallen. Deshalb mache ich hier auch mit. Mein Team war nicht so gut prickelnd eben, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Auch im nächsten Jahr soll es wieder eine Schulmeisterschaft geben. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Spaß dabei nicht auf der Strecke bleibt. Für mich ist es immer am geilsten, wenn man Leute spielen sieht und nachher die so ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht haben. So, das ist eigentlich das, wo man dann weiß, cool, da hat man was Schönes mit auf die Beine gestellt.